Hier schaudert es mich auf jeden Fall schon, ey. Was ist hier los? Kalender aus den 80ern. Paladon-Pulver. Heißpolymerisierbarer Kunststoff für Prothesen. Da liegen wieder Prothesen rum. Was sind das hier für alte Maschinen? Guckt euch das mal an hier. Hier sind die ganzen Zähne. Das hat aber hier wirklich schon eine richtig spezielle Atmosphäre gerade hier. Ich muss nach oben gehen, obwohl das Loch hier gerade angesagt. Ne, das glaubt ihr nicht. Ach du Heiland. Wie krass ist das? Guck mal hier. Hier ist alles komplett voller Autos hier. Da hinten steht noch Mercedes. Das hat aber hier wirklich schon eine richtig spezielle Atmosphäre, gerade hier in der Zahnarztvilla. Ja, moin Freunde und willkommen wieder mal auf meinem Kanal. Ja, wir, ich betone extra wir sind heute hier zum ersten Mal mit ihm hier dabei, Urbex MK. Und direkt haben wir uns super Wetter ausgesucht, Freunde. Und das ist am Pissen wie aus Eimern. Und wir sind hier in alten verlassenen Zahnarztpraxis oder eher schon eine Villa, könnte man sagen, mitten im Wohngebiet. Und was es jetzt hier so gibt, schön draußen am Plätschern. Bleibt dabei bei diesem Video. Viel Spaß dabei. Mal gucken, was das jetzt hier so gibt. Hier sieht es schon mal im ersten Moment ziemlich wüst aus. Aber ich glaube, das Haus enthält noch viele spannende Dinge. Und auf los geht's los. Ja, Freunde, auf geht's ins neue Abenteuer. Was ist denn hier passiert? Eine Bombe eingeschlagen oder was? Boah. Aber ja, ist das ein bisschen rustikal ist hier. Ja, rustikal ist das richtige Wort, glaube ich. Freunde, was ist hier los, ey? Mitten hier in der Pampa draußen ist der Regen am Ballern. Da liegt noch ein Rollstuhl. Ja, was soll ich sagen? Hier sieht es erstmal wild aus. Also hier am Anfang, Freunde, ist schon mal, glaube ich, irgendwie so eine Lampe hier, die schon mal darauf hindeutet, dass es hier sich um eine Zahnarztvilla handelt. Ich weiß nicht, was das jetzt hier gerade für ein Raum ist, wo wir jetzt hier durch die Mauer durch sind, aber hier liegt noch ein altes Bild. Auch schon komplett gewellt von der Feuchtigkeit hier drin. Hier liegt noch ein alter Kronleuchter in der Ecke. Und hier liegt allerlei, na, guck mal hier, Presto Finish. Ja, das ist, glaube ich, das Indiz für das, was wir nämlich später noch sehen werden. Hier sollen nämlich nur Autos stehen. Und hier liegt allerlei Zeug noch hier rum. Ich glaube auch irgendwelche Autoteile und Lacke und Schmiermittel, die alle noch im Regal liegen. Guck mal hier, noch ein alter Plattenspieler hier. Ist ja krass hier. Den Drehregler hier. Wie lange das hier schon liegen muss. Ich habe die Info bekommen, dass das irgendwie seit den 80er oder 90er Jahren stillsteht. Ja, Autoteile liegen hier noch rum. Was ist das denn hier? Einlauf in den Darm. Ja, Halleluja. Ja, hier ist auf jeden Fall schon eine gute Verwüstung zu sehen. Ne? Schaut mir den Raum an, aber hier diese alte... Ja, diese alte Gerätschaft hier, ich weiß nicht, was das genau ist, von Siemens. Steht hier einfach mal mitten im Raum und guckt euch mal hier die Regler hier und so an. Das ist ja krass, habe ich auch noch nicht gesehen. Hier ein ganzer Haufen voller Autozeitung, Klassik, Motor. Dann hier wieder Regale mit Klamotten. Und hier, guck mal, die alten schönen Lampen, aber hier kommt schon richtig die Decke runter. Schöne alte Türen hier, die aber auch schon die Gläser hier kaputt sind. Und alles hier voller Autoteile, ich glaube. Ja, das sind auf jeden Fall Felgen von richtig alten Autos. Hier unten auch noch in so einer Elfenbein-Creme-Farbe. Da hinten sind, glaube ich, auch ein Autoteil in der Ecke. Kannst du schon gar nicht rübersteigen hier, ey. Guck mal, hier liegt noch ein halber Auspuff, glaube ich. Krümmer. Alter Staubsauger. Düsseldorfer Oldtimer Garage. Da sind wir doch genau im Thema. Ich glaube, wir beide sind hier im Thema, ne? Wir sind beide im Thema. Du musst da vorne reingehen. Ich habe da noch was ganz anderes gefunden. Ja, das hört sich schon mal gut an. Weil im Moment komme ich mir eher vor wie in der Schrauberwerkstatt. Ja, habe ich gerade auch gesagt. Ich meine, so ein paar Sachen sind mal hier so zahnarztmäßig. Ja, da hinten wird es noch mehr zahnarztmäßig. Das dürfte sehr interessant werden. Ja. Solltest du mal schauen. Das hört sich doch gut an, aber... Vom Wand, das sind doch bestimmt hier so Zeitungen, wo du dir dann denkst, wie günstig waren die? Und jetzt denkst du dir, wie teuer ist das alles? Das sind Ausgaben von
was von 95 gesehen. 3 Mark von 82. Da wirst du jetzt heulen, wenn du die Preise siehst, wenn du dir dann denkst, warum hast du denn damals nicht gekauft? Ich meine, 82 war ich noch nicht geboren, aber... Ich meine, das ist aber alles noch keine Oldtimer. Nee. Das sind aktuelle Fahrzeuge. Ja. Das ist schon krass alles hier. Omnibus-Zeitung. Guck mal hier, Freunde, Talbot, Matra. Farben. Ein Farbkatalog von 74. Wenn du hier richtig ins Detail gehst, da findest du Sachen. Alte Box. Ach, guck mal hier. Ein altes Radio, oder ist das? Zweiband Deluxe Roton. Was ist das denn, ey? Für meine Technik-Freaks hier aus, von meinem Kanal, könnt ihr mir ja gerne mal sagen, was das für ein Teilchen ist. Aber so viele coole Sachen, die hier rumliegen. Alter, was ist das denn? Boah, wie schwer. Alte Dias. Alte Dias, da kannst du aber, glaube ich, nichts mehr drauf erkennen. Ich glaube nicht. Nee, die sind schon kaputt. Wie das hier einfach aussieht, ne? Wirklich wieder mega hier, ne? Die ganze Kiste ist immer voller Dias hier. Alte Zeitung, der ganze Boden hier ist voller alter Zeitung. Und das sind alles Hefte aus den 90ern. Für 29 Mark Bleifreiumbau aus der Dose. Das ist wirklich, glaube ich, so ein Indiz, dass das Ganze in den 90ern hier verlassen ist. Oh, da ist noch was von 2001. Oder vielleicht Anfang der 2000er. Das ist schon heftig, ne? Schreibt mal fleißig in die Kommentare, Freunde. Also sowas habe ich auch in den letzten Jahren nicht mehr gesehen, ne? Dann gehen wir mal hier weiter. Was gibt's denn hier noch so? Du Heiland, ey. Wartezimmer. Das könnte doch hier die Tür gewesen. Ne, das ist nicht die Tür. Aber was war hier für ein Raum? War das hier mal eine Art Wartezimmer? Könnt ihr mal gerne eure Meinung dazu schreiben. Dann gehen wir erstmal jetzt hier weiter. Das sieht so endzeitstimmungsmäßig hier aus, ne? Das ist wirklich der Wahnsinn. Was ist das hier alles, was hier in der Ecke liegt? Das sind doch alles hier Bremsleitungen. Leitung vom Auto. Alle hier so in den Raum geschmissen. Da unten Kabelbäume komplett. Das sieht hier eher aus wie wirklich eine Schrauberhöhle, anstatt eine Zahnarztvilla. Hier von Mai 81. Das Bildchen. Der alte Schrank hier mit den Fächern. Alte Schlüssel, ganze Litanei an Schlüsseln. Ist das hier ein alter Heizung, ne? So ein Radiator, glaube ich. Und hier liegen Zahnprothesen. Crazy, habe ich noch nicht so gesehen. Und vor allem, wie verschlungen ist das Ganze hier. So alte Automaten hier auf dem Boden mit so Drehreglern. Das ist bestimmt irgendwas von den Zahnärzten. Alte Technik und hier die ganze Kiste voller Steckdosen. Ach du Heiland. Ach du Heiland. Die ganze Kiste hier, beziehungsweise Schrank, ist komplett voller Zahnprothesen. Boah, das ist schon wieder ein Anblick für sich. Und hier wahrscheinlich auch noch irgendwelche, ja, für die Prothesen in der Modellgusstechnik. Also war hier ja, ich weiß nicht, wie man das genau nimmt, aber hier so ein Präparationsraum. Hier liegen auch noch Zähne. Uah. Phoenix Super Isoliermittel für Gipsmodelle. Ja, da schaudert es mich ja schon wieder. Na, irgendwie, das ist schon wieder so ganz schön komisch hier gerade. Hier ist auch nochmal komplett alles voll. Da sind auch noch solche, ja, solche wie so Pfeilen, glaube ich, dazwischen und Scheren und keine Ahnung. Hier kannst du gar nicht mehr weiterlaufen. Paladon Pulver, heiß polymerisierbarer Kunststoff für Prothesen. Alter Falter, was ist hier? Das ist doch wieder hier, das sieht wieder aus wie so Autoteppiche oder so, die hier auf dem Boden liegen. Warum ist das alles so gemischt? Da liegen wieder Prothesen rum. Alter Kalender. Da sind auch noch irgendwelche Sachen im Schrank. Und hier wieder so eine uralte Maschine. Guck mal hier. Ah. Uno momento, per favore. Guck mal hier, so ein alter Fräser oder so. Ne, hier geht's nicht mehr weiter. Aber da hinten war auch noch eine Ecke, wo auch noch quasi so, ja, die Prothesen, glaube ich, hergestellt wurden. Steht ein großer Kochtopf. Warum auch immer. Aber hier steht ja alles durcheinander.
Hier noch, hier, guck mal, so Palafern, Kutzer. So verschiedene Farben oder was für die Zähne, ich weiß es nicht. Schreibt mal fleißig in die Kommentare, vielleicht habt ihr ja irgendwie Ideen. Oder es gibt jemanden, der auch in so einer Branche arbeitet oder gearbeitet hat. Und dann gehen wir mal weiter, ne? Hier geht nämlich gleich noch eine Treppe hoch, ey. Alter, bin ich gespannt, was es da jetzt noch so gibt. Alte Schwede, das hat aber hier wirklich schon eine richtig spezielle Atmosphäre, gerade hier. Nochmal so ein Farbkatalog vom Lader, gerade bei Talbot. Guckt euch mal hier die alten Säulen hier an von der Treppe hier. Dann hier so eine 60er Jahre Lampe, so eine Tütenlampe. Hier stehen noch ganz alte Fenster. Guckt euch mal die alte Tapete hier an. Ach, guck mal hier, Sprechzimmer. Da gehen wir gleich mal rein. Hier sind wir nämlich gerade. Gehen wir erstmal hier lang. Hier, guck mal hier. Alten Sicherungen hier. Das ist ja krass. Das ist krass. Da war mal die der alte Haupteingang, glaube ich. Oder hier. Ich weiß nicht, was hier ist, aber ist hier ein Klo. Ne, hier ist eine Toilette, ne? Ja, sieh. Da ist eine Toilette. Kommt schon alles von den Wänden runter. Hier geht es gleich in den Keller. Ich glaube, da wird es auch noch mal interessant. Wenn ich durchfalle, dann seht ihr das nicht für mich, weil dieses Video. Und wenn ich dich gleich schreien höre, ne? Ja, das fühlt sich immer ganz gut an. Jetzt gleich so, Bock weg. Fühlt sich ganz gut an. Ach, du Heiland. Was ist das denn hier? Wie groß ist das? Hier war mal, glaube ich, das Wohnzimmer. Aber irgendwie hat das Ganze ja auch schon irgendwie was von Messi. Ich weiß nicht. So viel Kram kann man doch nicht sammeln oder haben oder ich weiß es nicht. Guck dich doch mal an hier. Hier sind die einzelnen Zähne. Das ist ja krass. Das habe ich noch nie so gesehen, ne? Die einzelnen Zahnmodelle, beziehungsweise die Farben oder was, oder Größen, ich weiß es nicht. Nova Dent. Alles komplett hier noch in diesem Schränkchen drin. Für 20-jährige Mitgliedschaft in der KfW Borgfahrt. Weiterhin gute Fahrt. Liegt hier erstmal noch ein Plakat rum. Ja, hier war, glaube ich, wirklich mal das Wohnzimmer. Guckt euch das mal an, wie groß das hier ist. Da drüben mit dieser gewölbten Fensterfront. Da hinten steht noch ein altes Radio in der Ecke. Ja, krass, ehrlich. Hab ich so noch nie gesehen. Hier steht auch wirklich alles komplett rum, ne? Auch hier Stuck an der Decke hier. Ja, das ist schon wirklich eine Location für sich, aber der Zahn der Zeit, wie man hier so sieht, hat aber schon richtig genagt, ne? Alter, Maschinchen hier noch. BMW Krafträder auf dem Boden. Und eine alte Schreibmaschine. Princess 300. Guck mal, hier ein Telefunken. Tonbandgerät, was für alte Sachen sind das hier? Und hier, guck mal, hier ist das Behandlungszimmer. Das ist das Behandlungszimmer. Alte Postkarten. Aber hier ist auch wieder, ne? Hier steht alles rum. Hier steht einfach alles rum. Kannst du gar nicht wirklich laufen. Hier ist sogar noch die Liege. Guck mal hier. Hier ist die Liege noch, wo die Patienten früher drauf gelegen oder gesessen haben. Da wirkt alles schon so diese ganze 50er, 60er Technik. Schon ziemlich, ich weiß nicht, angsteinflößend. Heute die Zahnarztpraxen, das sieht alles sehr, sehr gut aus, finde ich. Auch modern und man hat nicht so eine Angst irgendwie. Aber hier diese alten Sachen, guck mal, da hinten sind auch noch so Sachen drin. In den Schränken überall. Diese ganzen Teile. Alter Falter, ey. Guck mal hier, der ganze Schrank hier auf der rechten Seite. Ist auch noch voller Sachen. Ivoclar Lichtenstein. Trachisan Gurgellösung. Hier die ganzen Schränke sind komplett voll. Voll mit Sachen, die der Zahnarzt braucht. Irgendwie kommt mir auch gerade so ein Zahnarztgeruch hoch. Ich weiß nicht, ob ich mir das einbilde oder ob da gerade wirklich so ist. Wenn ich so richtig tief durchatme, so durch die Nase. Irgendwie riecht das so. Hier liegen auch noch irgendwelche, ich weiß nicht, was das ist, Proben oder so. Oldtimer Almanac. Dresdner Hauptdepot Brauerei. Hier liegt sogar noch ein Passport rum. British Passport, United Kingdom. Krass ist das denn? Hier weißt du gar nicht mehr, wo du hier gucken sollst. Guck mal hier, alles hier umgefallen, schon die Regale und so. Auf 8:30 hängen hier. Also, ich sag mal wirklich 20 Jahre, 25 Jahre ist das Ganze definitiv schon verlassen. Gehen wir mal noch einmal dahin. Da so gibt, musst du dir auch echt den Weg hier nehmen, über Stock und Stein, über alle Sachen, die hier rumliegen da oben. Kommt schon alles in die Fenster reingewachsen. Die ganzen Blumen.
ist auch noch eine Toilette. Die sieht auch nicht mehr so lecker aus. Alles hier. Ah, da haben wir den Eingang, der ist zugenagelt. Hier ist auch schon alles rein. Ausgang. Übrigens, in Patientenräumen raucht man nicht. Nur für dringende Fälle. Ja, hier war, ich weiß nicht, ob hier auch, ja doch, hier ist eine Bank. Also haben hier Patienten wahrscheinlich gesessen. Da liegen auch noch Akten. Ich weiß nicht, warum das hier alles so durcheinander ist, ne? Warum hier diese ganzen Dinge stehen. Oder die haben die Praxis irgendwann mal, da ist der Kleiderbügel noch, oder die Kleiderbügel, die Praxis irgendwann mal zugemacht. Und dann haben die hier alles vollgestellt. Weil sie sich dann gedacht haben, komm, jetzt ist auch egal. Stellen wir mal alles dahin, wo wir halt Bock drauf haben. Und machen daraus halt eine komplette Wohnung. Beziehungsweise eine Messi-Wohnung. Und anders sieht das hier nicht gerade aus, ne? Wie alt das Haus wohl sein mag, ne? Mit dem Holz hier. Diese alte Treppe hier. Ja, ich denke mal, das wird wohl da oben auch nochmal eine Wohnung. Ja. Ich mir vorstellen, dass mehr Generationen vielleicht oder so, ne? Ja. Wir gucken mal, was da oben so los ist. Du Heiland, ey. Mein Gott. Alter Falter. Wie verwinkelt und groß kann ein Haus sein? Dieses Haus schreit ja. Das ist so groß hier und so dunkel, aber auch weil hier alles schon so zu ist, dass das hier gar nicht so richtig rüberkommt. Deswegen mache ich noch mal ein bisschen Licht. Ich weiß nicht, keine Ahnung, was ich dazu sagen soll. Ne? Guck mal, der letzte Rest Tapetenfetzel hängt hier noch am Lichtschalter. Noch so eine alte Tütenlampe. Lampenschirm auf dem Boden. Der Schrank ist auch schon auf halb neun, ist auch schon am Kippen. Ja, wahrscheinlich wirklich, wie ich gerade schon zu meinem Midlost Placer Urbex MK gesagt habe, so ein Mehrgenerationenhaus. Da oben, guck mal, der Stuck. Der schöne Kronleuchter. Und hier der Boden, hat er gerade gesagt, der ist schon hier am Durchweichen, merkt man. Der Schrank fällt schon um hier. Hier steht noch Alkohol am Tisch. Das ist wie so ein Doppelwohnzimmer. Da hinten die Pflanzen, die schon total verwelkt sind. Und hier haben die halt früher gesessen. Typisch so eine alte Wohnzimmergarnitur. Und da steht der Schimmel schon im Glas drin. So ein alter Zeitungsständer. Das ist wieder mal so eine Location, Freunde, wo ich sage imposant. Und weiß ich nicht, wie der Jack sagen würde, megantisch. Das ist so, ist ganz eigen, auch wenn ihr euch das hier anguckt. Hier blättert schon alles ab. Das ist wirklich, wirklich cool. Oder da oben, guck mal hier. Da oben blättert auch schon alles hier ab. Das ist so dieser natürliche Verfall, der einfach wirklich, wirklich besonders ist. Oh, noch so eine uralte Maschine von Pfaff. Ist das denn so eine Bügelmaschine oder so? Könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben. Jetzt gehen wir nochmal nach Rügen hin. Hier ist das ja so verwinkelt, ne? Das ist ja schon wieder normal. Das ist hier noch, ey. Guck mal hier, wie eng das hier ist. Ah, hier steht eine uralte Waschmaschine. Guck mal, mit dem kleinen Bullauge da. Die ganzen Sachen hier drin. Alter Falter. Boah. Habt ihr sowas schon mal gesehen? Da haben sie alles zugemacht. Und trotz diesem natürlichen Verfall hängt hier immer noch alles so rum wie der Alibert-Schrank hier. Und ja, die Decke kommt runter. Hier hängt noch das Handtuch. Typisch 70er Flower Power. Alter Staubwedel hier. Und dann die grünen WCs. Die grünen WCs natürlich typisch 70er, ne? Und die Ecke. Alter, das ist so eine Zeitreise hier, ne? Guckt euch mal die Küche an. Guckt euch mal die Küche an. Da sind sogar noch alte, ich weiß nicht, Pfirsich oder Ananas drin. Dann hier die alte Gardine. Und hier die alte Küche. Das ist doch mal eine Zeitreise. Selbst die Töpfe, das ist alles wirklich aus den 70ern. Hier die Nudelabsieber hier. Das ist doch alles, boah, geht schon nicht mehr auf. Komplett aus den 70ern. Hier dieser Topf hier. Und hier hat noch alles hier, ne? Backofen. Alles da am Start. Ganz viele Schränke. Und hier oben wieder dieser natürliche, geile Verfall. Hier liegt sogar noch die alte Hornbrille hier rum. Maggi Würze, 1000 Gramm haltbar bis Ende 1991. Das ist echt mega, ne?
Die ganzen hier Tapeten, die ganzen Türen, die alle Schritte komplett offen, wie so ein Labyrinth. Da war ich, hier war ich, da war ich noch nicht. Hier war ich hier. Ne, hier war ich noch nicht. Komm, hier nicht mal so ein alter Hut. Hier so eine Tütenlampe wieder. Das Bett hier so irgendwie hochgeklappt hier mit den alten Lattenrosten, mit den Federn. Hier liegt alles auf dem Boden. Die ganze Wäsche. Da drüben noch so ein, wie soll es auch anders sein, komplett typischer 60er, 70er Schrank mit den Spiegeln. Guck mal, da hinten diese Lampe, die ist auch richtig schön. Ja, wirklich mega, ne? Kann man nicht anders sagen. Das ist wieder so eine Zeitkapsel, wo man sich einfach freut und mega dankbar auch ist, dass man sowas sehen darf. Hier liegen sogar noch Briefe. Aber da kann man nicht mehr lesen, oder? Lieber Volker, ich habe deine schöne Karte von Holland mit bestem Dank erhalten. Guck mal, ich kann es doch noch lesen. Ich bin neidisch auf deine immer neue Reise. Wann kommst du zu uns? Ja, traurig, Freunde, wie die Zeit einfach vergeht. Und das kenne ich ja am eigenen Leibe. Meine Mutter ist ja vor kurzem verstorben. Das ist jetzt so, wenn ihr das seht, mit ja, einer der ersten Videos. Ich war, glaube ich, einmal mit dem Jack unterwegs und jetzt einmal hier mit dem lieben Kerl. Und ja, das macht dann echt traurig, ne? Kann ich nur so sagen. Gerade jetzt auch, wo ich das hier so sehe, wieder holt das einfach nochmal komplett alles hoch. Wie, ja, man denkt immer, alles ist unendlich, aber nein, ist es nicht. Die Zeit geht vorbei. Für uns natürlich gut, man findet solche Orte, aber trotzdem traurig, dass die ganzen Hinterlassenschaften der Menschen dann einfach hier so rumliegen. Freunde, ich bin wirklich auf eure Kommentare gespannt. Hier oben auf der letzten Etage angekommen, Freunde. Haben wir noch mal Räume. Twilight, ey. Freunde, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ne? Ich sehe schon wieder mehr wie ihr. Hier sind wir jetzt noch mal in dem Raum. Hier ist noch mal eine Küche drin. Guckt euch mal hier die Tischdecke an. Mehr 70er geht nicht. Hier noch ein uralter Gasofen. Das war der Raum, wo ich jetzt mit euch reingehe. Das ist der, wo ich meine. Guckt euch das mal an hier. Ein alter Servierwagen. Dahinter der alte Fernseher. Von Grundig. Und mit den Knöpfen noch da dran. Und dann guckt mal da raus, wie der Lichteinfall hier ist. Das ist doch mega, oder nicht? Auch wenn der Raum schon ziemlich kaputt ist. Da hinten noch der alte Sessel, den man zum Sitzen eingeladen hat. Die alten Tapeten, die schon komplett runterkommen. Und dann dieser mega, mega Lichteinfall hier. Oder guckt euch mal hier das Mosaik hier in der Tür an hier. Guckt euch das mal an. Das ist mega, oder? Mit der Küche, wie gesagt, mit dem Vorhang. Guck mal hier, der frühe Vorhang, der nur noch an einem Fetzen hier oben hängt. Ich bin wirklich beeindruckt. Oben musst du unbedingt raufgehen. Mit großen Schritt und das Loch da dran. Ach ja, das ist doch noch so ein schönes Loch. Ja, das ist ja. Funktioniert, aber die Treppe ist schön. Und wenn du da oben raufkommst, das ist die Belohnung dafür. Vor allem das alte Lenkrad da, ey. Ja, ja. Ja, hier noch eine alte Tür, die habe ich gerade gar nicht gesehen. Was ist das denn? Was für ein Auto könnte das sein? Von den Griffen her könnte das irgendein VW sein. Vielleicht ein alter, nee, Passat. Keine Ahnung. Das weiß man nicht mehr, du auch nicht mehr. Nee, das ist mir zu alt. Das hier sieht nach Audi. Ja, das ist Audi 50 oder so, oder Audi, genau. Ja, da oben haben sie noch komplette Seitenteile von der Heckflosse von Mercedes. Und also das ist wirklich alles voll. Krass, dann gehe ich jetzt erstmal da hoch. Jeder Sammler plötzlich die Finger nachher. Ja. Ich glaube auch. Habt ihr gehört, Freunde, ne? Ich muss da oben gehen, obwohl das Loch hier gerade was anderes sagt. Hier, guck mal, hier noch so ein alter, komplette Lenkspindel hier. Komplettes Lenkrad. Alter, der Boden liegt aber schon gut nach hier. Er sagt, ich muss hier hoch. Also muss ich hier hoch. Freunde, was erwartet uns jetzt hier oben noch auf dem Dachboden? Ne, das glaubt ihr nicht. Ach, du Heiland. Nein, nein, nein. Das ist doch nicht normal. Guckt euch das mal hier an. Hier ist der ganze Dachboden. Ist hier voll Autos. Beziehungsweise nicht Autos, sondern Autoteile. Der ganze Dachboden ist voll Autoteile. Alte Sitzbänke. Alte Heckpartie von irgendeinem alten, ich weiß es nicht, NSO oder so. NSU besser gesagt. Alte Sitze von Mercedes. Scheiben über Scheiben von alten Oldtimern. Alte Zeitungen, die hier zwischen liegen. Eine alte Truhe.
mit Sachen drin. Also ich habe schon viel gesehen, ne? Echt viel. In den Jahren, wo ich das mache. Beziehungsweise YouTube mache ich jetzt seit, ich glaube, 6 Jahren. Und Urbexen jetzt schon seit, ich glaube, 20, 25. Aber guckt euch das mal an. Wenn ihr irgendwelche Autoteile erkennt, könnt ihr mir gerne reinschreiben. In dem Sammelsurium ist das natürlich schwer. Aber ich glaube, das hier ist von so einem alten Mercedes hier, das Seitenteil. Das Weiße. Hier ist doch bestimmt von irgendwie jedem Auto ist hier irgendwas vorhanden. Eine alte Rücksitzbank hier hinter. Das könnte so Karmann Ghia oder so sein mit dem runden Licht hier. Ach du Scheiße, ey. Das gibt's nicht, ey. Das gibt's doch nicht. Altes Armaturenbrett. Ist das hier noch eine VW-Tür oder so? Oder von so einem Riesen, von einem LKW? Das gibt es nicht. Da hinten ist alles komplett voller Türen. Guckt euch das mal an da. Alles komplett voll. Und hier liegen Hauben. Und Türpappen. Guck mal hier, was ist das? Hansa 1100, was ist das denn? Komplette Seitenteile hier und vorne das mit den Lampen. Hier Türpappen. Guck mal hier, wie viel Türen sind das denn? Hier ist alles komplett voller Türen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 15 Türen oder so. Und leider vergammelt das jetzt hier alles. Alte Lenkrad hier, guck mal. Mega. Freunde, ich habe gerade schon mal gesagt, schreibt in die Kommentare. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ich weiß es nicht. Habe ich noch nie in meinem Leben gesehen. Ich war ja damals auch in diesem einen Käferhaus drin, aber wann sieht man sowas? Wann sieht man das? Und da kann ich echt sagen, ich bin froh, dass ich sowas mache, ne? Dass ich sowas sehen kann, ehrlich. Dann haben wir hier, glaube ich, noch ein, zwei Räume. Und dann geht es, glaube ich, in den Keller. Wo waren wir jetzt noch nicht? Da ist doch so eine geile Tapete, ne, Freunde? Hier ist ein Raum. Ein Räumchen, der aber auch schon ziemlich kaputt ist. Aber guck mal hier, das letzte Stückchen von der Stehlampe, von dieser gebogenen schönen Stehlampe, die wahrscheinlich original aus den 50er, 60ern ist. Das alte Regal. Und dann hier, guck mal, das Bett. Das sieht auch cool aus. Den großen Fenster. Hier oben kommt schon wieder alles runter. Hier steht noch ein Schrank in der Ecke. Und dann, wie soll es anders sein, wieder in der Mitte liegt eine Autotür. Ach, guckt euch das an. Das gibt es doch nicht. Oh, hier ist seit die Straße. Guckt euch das an. Hier ist eine komplette Modellbahn. Einfach eine komplette Modellbahn hier in dem Zimmer. Guckt euch mal diesen uralten Staubsauger an. Und da hinten stehen wieder Motorhauben. Hier stehen auch eine Sitzbank. Guckt mal die alten Dinger hier. Einzelhub einrichten. Was ist das denn? Krass. Da hätte er so einen Einrichter, wenn ich mit einer Modellbahn noch hier rumsteht, ne? Schränke, auch noch Knöpfe und alles drin. Ja, wahrscheinlich immer so eine Art Hobbyraum. Freunde, ich glaube, im Keller erwartet uns auch noch was Geiles. Wenn ich noch richtig liege, seid gespannt. Ich höre schon, ich werde staunen, sagst du, ne? Erstmal, was ist hier los? Das war da vorne. Dann kommt alleine jetzt hier schon, hier steht erstmal ein Werkstattwagen mit uraltem Werkzeug. Hier war eine komplette Werkbank, aber wirklich komplett. Also ich glaube, der hier hat mit Herzblut hier an Autos geschraubt. Wenn ihr euch das mal anguckt. Da oben nicht nur jemand von Mercedes, da ganz oben. Grill. Guckt euch mal, wie viel hier einfach rumliegt. Hier ein uraltes Radio. Gehen wir mal alle hier lang. Das ist natürlich auch oft. Du musst natürlich aufpassen, wo du langläufst. Hier liegt alles rum. Hier ist ein uralter Werkzeugkoffer, hier noch Kasten. Was gibt es denn hier in den Ecken? Guck mal hier. Auch noch Mercedes. Wie lange mag das hier schon liegen? Wie lange? Die alten Kanister. Hier auch nochmal so. Autoteile hier komplett. Zylinderkopfdichtung hier. Ich glaube, da ist eine Achse hier oder ein Stück von einer Achse. Auspuff. Motoröl SAE 30. Steht wahrscheinlich auch schon seit 30 Jahren hier. Was ist denn hier? Ach, guck mal hier. Guckt euch mal hier das Lager bzw. das Regal an. Hier war noch so ein Lager. Da ist auch noch alles von der alten Autoteile, Radios. Und dahinter. Dahinter, hier Freunde, guck mal, da geht's noch weiter, aber da kommst du nicht mehr hin.
weil die Regale ja schon wirklich komplett am Einkrachen sind. Alles komplett voller alten Autoradios und Teilen. Ersatzteile bei Ersatzteil hier, Lampen, Zierringe in Chrom, dann komplette Lampen. Hier noch Sachen vom, ich glaube, Verteiler. Radkappen, die alten. Alles hier gelagert und alles ist natürlich jetzt hier mittlerweile Schrott, weil alles am Rosten ist. Ach, wie schade, ey. Wie schade ist denn sowas? Kommt man sich schon wirklich fast vor wie bei der Ludolfs hier. Ich glaube, da vorne, ja, hier liegt noch ein kompletter Motor. Guck mal hier. Da siehst du noch die Ventile und der Kopf. Schwungrad. Und hier im Regal waren die ganzen Schrauben und Ersatzteile, Muttern, steht auch da drauf. Alles war hier drin. Ist teilweise noch drin. Ich glaube, das ist ein altes Licht von Passat, glaube ich, oder Santana, so ein ganz altes Ding. Guckt euch das mal an hier. Vergaser, beziehungsweise ist es nicht mehr. Ja, doch, das ist auch so ein Motor. Da ist noch ein Pleuel, liegt da noch rum. Komplette Werkstatt hier einfach mal. Und der Zahn der Zeit nagt, weil hier einfach kein Leben mehr drin ist. Jetzt kommt das, wo ich euch gesagt habe. Ihr werdet noch sehen, was es hier noch so gibt. Ich glaube das nicht. Guckt euch das mal hier an. Hier steht noch ein Auto drin. Beziehungsweise nicht nur ein Auto. Guck mal da um die Ecke. Da hinten steht auch noch ein Auto. Zwei uralte Mercedes Roadster hier. Wie krass ist dieser Lost Place? Guck mal, wie der Motor aussieht. Guckt euch das an. Da oben steht es auch noch, Mercedes. Und wie schade ist das, dass dieser Wagen hier einfach so steht. Guck mal, der hat schon Platten natürlich. Wie lange der hier stehen mag. Und von der Karosse sieht der noch nicht mal so schlecht aus. Mit den Kotflügeln und so. Hier war die Garageneinfahrt. Guck mal da hinten mit dem Quietsche-Entchen und dem uralten Aufklebern. Und hier noch alte Fahrräder. Alles liegt hier auf dem Boden rum. Und da hinten, guck mal hier, gehen wir da nochmal hin. Hier liegt auch noch ein altes Lenkrad und hier ist so eine Art Reifenlager. Und guck mal hier, der Boden, hier ist schon alles runtergekommen von der Decke. Aber dieser Ort wehrt sich noch ein bisschen, dass er nicht ganz einbricht. Wie viele Reifen hier einfach liegen, ne? Hier liegen ohne Motoren, guck mal hier. Da liegen noch Motoren in der Ecke, Motor, drei, vier Motoren, eine Chromstoßstange. Wenn du hier genau ins Detail gehst, dann kannst du dich hier Stunden aufhalten, wirklich Stunden. Mit dem Mercedes-Alufelge ist er, glaube ich. Hier wieder ein Motor mit den Ventilfedern oben drauf. Ja, wie lange das hier alles schon so rumstehen muss, ne? Eine alte Kurbelwelle. Eieiei, Freunde. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich weiß es echt nicht. Und guckt euch das Ding hier mal an. Guckt euch mal dieses alte Schätzchen an. Da liegt so eine Stoßstange, glaube ich, davon. Der Regen prasselt hier auch schon. Das hört man vielleicht im Hintergrund. Ich bin mal still. Und ich habe jetzt gerade rechts was aus dem Augenwinkel gesehen. Vorne hier steht noch ein Auto. Aber erstmal gehe ich hier lang. Aber der ist natürlich schon richtig durch, ne? Aber wahrscheinlich auch, weil der hier in einer richtig feuchten Ecke steht. Da hinten tropft er nämlich richtig runter. Da liegen wahrscheinlich nur die Ersatzteile auf dem Auto drauf von ihm hier. Ach, wie schade, ey. Den kannst du, glaube ich, nicht mehr retten. Hier ist alles schon komplett feucht drin. Ist alles schon komplett feucht im Kofferraum. Aber ist das für ein Keller, ey? Was denn? Alter! Ich gehe hier einfach mal lang. Ach du Scheiße! Ich habe gedacht, da vorne, immer, das ist der ein Raum schon, und was ist hier? Ja, ist das geil? Hammer! Hä? Wo kommt man hier durch oder was? Nee, ne? Nein, das also. Freunde, ich glaube das nicht. Habt ihr das gesehen? Da stehen noch mal Autos über Autos. Ich habe so einen Keller noch nie gesehen. Geil, Omar. Steht da draußen. Da draußen steht ein T1. Oder ein T2B. Krass, Freunde, ich muss rein.
Jetzt muss ich auch noch auf eine Leiter klettern, Alter. Eieiei. Aber was tut man nicht alles, um sowas zu sehen, ne? Hier am Anfang steht erstmal ein alter Mercedes. Was ist das hier? So ein 280 SE oder SL oder wie die Dinge heißen. 350. Oder 350. Ja gut, aber guck mal, das Modell wusste ich. Ja, hab ich ja nicht gesehen. Ich komme mir von vorne hier lang. Guck mal, die Sitze, das ist auch wieder so richtig. Ja, natürlicher Verfall, weil das hier in der Feuchtigkeit halt steht. Ne? Da blättert schon oben alles von der Kopfstütze ab. Hier hast du noch Getriebe. Ritzel. Da nochmal komplette Motoren. Hier sind wieder, wie alt diese Dosen hier sein müssen. Ne? Ja, leider nur vergammelt hier alles. Ne? Ja, aber guck dir diesen Mercedes an, der ist eigentlich noch retten. Der da oben steht, fand ich krass. Der ist noch vom Kotflügel alle nur gut, der eine da. Hast du mal gesehen, das ist ein Pullman gewesen? Ne. Der hatte die langen Türen hinten gehabt. Hm. Ich meine jetzt nicht, also du meinst den vorne, der auch noch gut ist oder was, ne? Nicht diesen Kombi oder was, diesen langen da, ne? Den ich langen, mein, ja. Ne, ich meine hier vorne steht, diese Cabrio oder Roadster. Ja, den kann man auch noch fertig machen. Ja, das meine ich ja. Der sieht noch gut aus von der Kotflügel und so. Überall stehen so schöne Mercedes rum. Was ist das hier für eine? Ich bin aus einer Location, da stehen immer so ein paar. Was ist das hier für eine? Das ist ein Lloyd, ist das Lloyd Alexander TS. Ich dachte erst, das wäre ein Gogo-Mobil gewesen, weil das von oben so aussah. Ja. Aber ich glaube, mit sowas hat er sich nicht abgegeben. Ich schätze den mal so auf Anfang 60er Jahre. Vor allen Dingen halt, wie gesagt, das tut dem Schrauberherz weh, ne? Dass sowas ja hier bei der Feuchtigkeit auch steht, sieht man ja auch schon unten die ganzen. Und das Kanten. Ist in Verbindung mit den ganzen Ersatzteilen oben vom Dachboden, ja, kannst du dir fix was fertig machen. Normal. Da hinten liegen noch Cabrio und ich auch, oder das möglich ist. Das ist alles komplett voll. Ja. Da hinten ist noch alles komplett voll, Freunde. Guck mal, alles mit Dächern. Was ist das hier für einer? Ist das auch so einer? Ja, ich denke mal, das ist auch ein Lloyd, aber ein anderes Modell. Ich weiß es nicht genau. Das war dann doch vor meiner Zeit. Freunde, rot reingeht oder raus, ne? Über die Leiter. Jetzt sind wir gut. Das ist auch eine Sache hier. Ja, Freunde, das Auto habe ich euch gerade nämlich noch vorenthalten. Da sagte ich ja gerade noch, hier steht noch eins. Was ist das denn für einer? Ich denke mal, das wird ein Borgquarz sein. Da ist auch noch komplett alles voller Ersatzteile in der Ecke. Und da oben auf dem Auto liegen wahrscheinlich auch noch die Teile von dem Auto hier. Und der Motor wieder. So schade, ne Freunde, ich wiederhole mich, das ist so schade. Auf dem Boden, wie soll das anders sein? Eine alte 6-Volt-Batterie, VW-Radkappe. Ja Freunde, wir sind hier gerade am Fachsimpeln, was das hier für ein Auto ist. Also Mercedes ist klar. Ich habe gerade erst gedacht, ein Kombi, habe ich gar nicht hingeguckt, aber ist eine Limo, ich bin auch schon doof. Und der hat lange Türen. Da sagtest du nicht gerade so ein Pullman, ne? Ja, Pullman oder Pullman heißt das, ist halt so die Schiffetage, ja, damit ein bisschen besser einsteigen können. Ja. Das ist wie zum Beispiel, hatte man Phaeton, der hat ja auch Langversion, Kurzversion und so, ist das ja damals bei Mercedes gewesen, ne? Für die gut Betuchten, die haben sich dann so einen Pullman gekauft. Stimmt. Jetzt wo du das, aua, jetzt wo du das sagst. Aber guck mal hier, wie alles schon zerfressen ist vom Rost. Ich muss mal da reingucken, da ist wirklich Endzeitstimmung in diesem Fahrzeug. Ja. Da ist wirklich Endzeitstimmung. Da ist alles komplett zerfressen hier. In der Sitzbank. Hinten ist auch noch alles voll. Wo? Ach so, da war ich schon, ja. Da war es schon drin. Ja. Ja, da geht's weiter. Das ist mit Worten nicht zu fassen. Selbst eine Werkstatt habe ich noch nie so voll gesehen. Nee. Das ist. Nee. Ja. Also das habe ich ja auch gerade schon gesagt, ne? Der hat sein Zahnarztding wahrscheinlich gemacht, hat da gut viel Kohle mit verdient. Und dann natürlich, das hier war mehr sein Beruf als alles andere, ne? Ja, ja, sicherlich, weil Zahnarzt, na gut, hast du zwei Räumchen und das ganze Material, das. Ja. Aber das hier? Vor allem, es ist ja nicht so, dass man jetzt sagt, ja, ich habe da mal einen Oldtimer gehabt, sondern ich habe 15 gehabt und ich habe hier ein Lager, wie du gerade schon sagst, so viel hat eine Werkstatt nicht. Auch hier dieser ganze Bereich, das ist ja kein normaler Hobbybereich mehr. Nein, vor allem, es sind ja auch nicht nur alte Teile, es sind, wenn du da hinten hinter der Tür guckst, neue Auspuffanlagen. Ja. Sowas kriegst du heutzutage gar nicht mehr, wenn du das passende Auto dafür hättest. Ja, ja, hier vergammelt es und allein die Autoradios schon. Ja, die alle deine Feuchtigkeit liegen und alle schon am Rosten ja sind und so. Das ist gut, was jetzt die Feuchtigkeit immer mit den Dingern da anstellt, man weiß es nicht, ob da noch irgendwas funktioniert von. Gut, aber ich denke mal, der passionierte Bastler, der kriegt es hin. Ja, nur bei Elektrik ist halt immer schwierig, ne? Ja, das stimmt. So die ganzen Chromteile oder irgendwie so Türpacken kannst du alles noch benutzen. Drehen sich die Regler denn noch? Ja, aber schon knirschig. Ja, der geht noch hier. Ich denke mal, das werden alle machen, die auch.
Einmal an den Radioknöpfen drehen. Ja, das ist schade, ne? Wie gesagt, der Zahn der Zeit macht alles kaputt, die ganze Feuchtigkeit und so, ne? Wir kamen beide gerade zu der Erkenntnis, dass hier nichts älter ist als aus den 70er. Das ist hier so eine Zeitkapsel. Und jetzt sind wir gerade wieder vorne am Ort angelangt, jetzt gleich, wo wir das Ganze auch angefangen haben. Und ich würde sagen, Freunde, an dieser Stelle beende ich auch das Video und gucke mir nochmal hier oben die schöne Decke an, die leider schon hier total verfällt. Ja, Freunde, hinterlasst fleißig Kommentare, drückt den Abonnier-Button bzw. die Glocke auch, dass ihr immer die neuesten Videos seht. Und geht natürlich auch beim lieben Urbex MK auf seinen Kanal drauf. Macht coole Videos und ich würde sagen, Freunde, wir sehen uns im nächsten spannenden Video, nächsten Abenteuer, was auch immer. Ja, Camper ist gerade ein bisschen kaputt, die Bertha, aber die kriege ich auch noch heile. Und dann sehen wir uns wieder. I'll be back. Bis dahin. Ciao, ciao.